Heute für euch die Unterschiede von Harry Potter Charakteren vom Buch zum Film. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber sprechen, wie einige Harry Potter Charaktere im Film und im Buch dargestellt werden und wie sich die Beschreibungen unterscheiden. J.K. Rowling brachte uns die Welt von Harry Potter näher und enthüllte über die Jahre eine beeindruckende Zahl an Geheimnissen. Manche der Geheimnisse verriet sie erst, nachdem sie das letzte Buch geschrieben hatte, manche schon vorher und manche waren auch sehr offensichtlich, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sich die Filme und die Bücher unterscheiden und ebenfalls die Charaktere darin. Als ersten Charakter auf unserer Liste haben wir natürlich Harry Potter selber. Das Casting für den Hauptdarsteller der Harry Potter Reihe hat ziemlich lange gedauert, da jeder den perfekten Harry Potter Charakter finden wollte und es ist ihnen letztendlich gelungen. Daniel Radcliffe hat den Charakter sehr authentisch und überzeugend verkörpert, aber dennoch spiegeln sich manche wichtige Aspekte, die im Buch vorkommen, nicht in Harrys Filmcharakter wider. Den Büchern zufolge hat der Junge, der überlebt hat, dieselben grünen Augen wie seine Mutter und die abstehenden Haare seines Vaters. Dies hatte er nicht erfüllt in den Filmen. Daniel Radcliffe stellte Harry Potter trotzdem hervorragend dar. Als nächsten Charakter auf unserer Liste haben wir Hermine Granger. Hermine Granger ist ein wichtiger Teil des Trios, das aus Harry, Ron und Hermine besteht. Sie ist die klügste Hexe ihres Jahrgangs und sogar Ron sagte einmal zu Harry, dass Harry und er nicht einmal 2 Tage ohne sie durchhalten würden. Emma Watson hat verschiedene Seiten als Schauspielerin und sie hat Harry Potter wirklich toll umgesetzt. Aber Hermine hat auch ein etwas anderes Aussehen in den Büchern als in den Filmen. Laut der Autorin hat sie eine buschige, kastanienbraune Mähne und große Vorderzähne. Diese verkleinerte sie in der Feuerkelch. In den Filmen hat sie jedoch von Beginn an hübsche Zähne und dennoch ist Emma Watson ohne Zweifel die wahre Hermine Granger. Als nächstes auf der Liste haben wir natürlich Ronald Weasley. Eine der interessantesten Figuren und Harry Potters bester Freund Ronald Weasley steht natürlich auch auf der Liste. In den Büchern wird Ron mit langer großer Nase und Sommersprossen beschrieben. Diese Sommersprossen sucht man bei Rupert Grint, also dem Darsteller in den Filmen von Ron, vergeblich. Wenigstens haben sie das mit den roten Haaren vernünftig hinbekommen. Die Rolle von Ron ist, wie wir alle sagen können, ziemlich gut auf Rupert Grint zugeschnitten, aber es fehlen wie gesagt ein paar kleine Details wie die Nase oder die Sommersprossen. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Severus Snape. Der missverstandene und einsame Charakter Snape ist und bleibt einer der kompliziertesten und widersprüchlichsten Figuren in den Filmen und Büchern. Niemand kann es leugnen, dass Alan Rickman ein Ausnahmetalent war und die Rolle des Severus Snape ausgezeichnet spielte. Er hat es wirklich geschafft, dass ihn durch die ganze Geschichte hindurch niemand mochte und erst dann am Ende kippte er alles wieder, als wir seine Gedanken erblicken können. Snape wird im Buch mit fettigen schwarzen Haaren und einer zu langen Nase beschrieben. Das passt also alles, aber einen kleinen Punkt gibt es, der nicht so ganz zutrifft. Und zwar, dass Snape am Anfang des ersten Buches etwas über 30 Jahre alt ist und in den Filmen definitiv älter dargestellt wird. Als nächstes haben wir Albus Dumbledore. Albus Dumbledore, der weiseste Schulleiter von Hogwarts, wurde im Film von 2 verschiedenen Personen dargestellt. In den ersten 2 Filmen spielte Richard Harris die Rolle des Dumbledore, aber unglücklicherweise verstarb er vor dem Dreh der nächsten Filme und wurde von Michael Gambon ersetzt. Wenn wir die Bücher betrachten, kommt der erste Dumbledore in den Filmen, also Richard Harris, der Beschreibung der Bücher deutlich näher. Er hatte blaue Augen und trug eine Halbbrille, doch keiner der beiden Schauspieler hatte wie im Buch Dumbledores sehr gekrümmte Nase. Ohne Frage haben beide Darsteller einen fantastischen Job gemacht und die Rolle des Dumbledores sehr gut verkörpert. Als nächstes auf der Liste haben wir Mad-Eye Moody. Mad-Eye war ein wirkliches Mysterium und das wurde im Film Harry Potter und der Feuerkelch wirklich gut umgesetzt. Brandon Gleeson hat sich für die Darstellung dieses Charakters sehr ins Zeug gelegt, aber in den Büchern ist das Gesicht und die Nasenspitze deformiert und in den Filmen sieht er ganz normal aus, abgesehen natürlich von dem berühmten magischen Auge und mehreren Falten im Gesicht. Die Filmfigur sieht abgesehen von diesen Deformierungen genauso aus wie in den Büchern. Als nächstes haben wir Viktor Krumm. Viktor Krumm ist ein herausragender Quidditch-Spieler und Hermine hat sich später in ihn verguckt. Er ist eine introvertierte und höfliche Person. Im Film wurde Krumm von Stanislav Janecki verkörpert. Im Buch wird Krumm als großer, schlanker Mann mit gekrümmter Nase und dicken, dunklen Augenbrauen und Haaren beschrieben. Der letztere Teil kam im Film mit den Augenbrauen und den Haaren und der krummen Nase vor, aber leider fehlte das Detail der Größe von Viktor Krumm.
Als nächstes haben wir Petunia Dursley. Sie wurde von Fiona Cho in den Filmen sehr gut gespielt und kam genauso rüber, wie sie sollte. Allerdings gab es auch bei ihr einige Merkmale, die im Film verloren gegangen sind. In den Büchern besaß Petunia einen besonders langen Hals, mit der sie ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Nachspionieren, nachging. Außerdem hatte sie blonde Haare, genauso wie ihr Sohn Dudley. In den Filmen sind ihre Haare anders. Beide Charaktere haben braune Haare in den Filmen. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Minerva McGonagall. Die strenge, aber gerechte Leiterin von Gryffindor wurde von all ihren Schülern sehr geachtet. Die charismatische und talentierte Maggie Smith hat es geschafft, dass die Figur nun als Favorit unter den Potter-Fans gilt. Sie trifft das Aussehen des Charakters auch sehr, sehr gut in den Filmen. In den Büchern wird Minerva als große, schwarzhaarige und ernst aussehende Frau beschrieben, mit der man es sich nach der Einschätzung von Harry nicht verscherzen sollte. Alles das wurde im Film gut umgesetzt, aber ein Minuspunkt gibt es für das Alter der Figur. Die Lehrerin im Fach Verwandlung war 56 Jahre alt, als Harry das erste Mal nach Hogwarts kam. Der Buchcharakter ist eigentlich viel, viel jünger. Als nächstes auf der Liste haben wir Dolores Umbridge. Dolores Umbridge ist nach Lord Voldemort selbst womöglich die meistgehasste Figur der Harry Potter-Reihe und das heißt schon etwas. Die Figur wurde brillant verkörpert und man sah alle möglichen Facetten an ihr. Es gab nur einen Fehler vom Buch zum Film. Sie sieht viel zu gut im Film aus im Vergleich zum Buch. Damit möchte ich nicht sagen, dass mir die gute alte Dolores gefällt, sondern nur, dass sie im Buch sehr hässlich beschrieben wird. Mit Glubschaugen, einem zu großen Mund und einer Haut, die einem Frosch ähnelt. Als nächstes auf der Liste haben wir Bill Weasley. Bill Weasley ist das erste Kind der Weasleys. In den Büchern wird er als groß, dünn und gut aussehend beschrieben. Er sieht aus wie ein Rockstar und trägt normalerweise einen Pferdeschwanz. Sein Aussehen veränderte sich aber im Halbblutprinzen nach dem Kampf mit dem Werwolf Fenrir Greyback. Sein Gesicht wurde von da an mit einer riesigen Narbe gekennzeichnet. In den Filmen sehen wir aber nur ein paar Kratzer, was nicht mal in die Nähe der Beschreibung des Buches kommt. Aber abgesehen von diesem Detail ist er sehr gut umgesetzt worden in den Filmen. Als nächstes auf der Liste haben wir Narcissa Malfoy. Sie ist die Mutter von Draco Malfoy und die jüngere Schwester von Bellatrix Lestrange. Sie ist eine arrogante Figur und ist wie der Rest der Familie sehr von der Reinblütigkeit überzeugt. In den Büchern ist sie sehr blass und groß beschrieben. Sie hat in den Büchern lange weiße Haare und diese Eigenschaft wurde etwas in den Filmen geändert. Es ist nicht ganz klar, warum man ihre Haare in zwei Farben in den Filmen darstellte, aber es war so. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest von den Unterschieden vom Buch zum Film, dann schreib es mir gerne in die Kommentare und lass ein Like da. Auch gerne welche Charaktere. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir auch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.